Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension auf meinem Kanal. Und zwar stelle ich euch heute ein Debütroman wieder vor. Und zwar ist es Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiller. Ich glaube Swiller heißt sie. Das Buch hat 446 Seiten, kostet neu 19,99 Euro und ist im Limes Verlag erschienen als Hardcover. Das Cover finde ich übrigens wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Sehr schön gestaltet. Aber leider hat das Buch von mir nur 2,5 Sterne bekommen. Also ich schwank so zwischen 2 und 2,5. Ich habe, ich glaube bei Goodreads habe ich auch 2 angegeben und beim Bloggerportal glaube ich auch. Weil da kann man ja keine halben Sterne geben. Oder habe ich da auf 3 aufgerundet? Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich meine, ich habe es auf 2 runter gemacht, weil, ich weiß auch nicht, mir hat es halt nicht so gut gefallen. Woran das lag, erzähle ich euch jetzt natürlich spoilerfrei, falls ihr das Buch noch lesen möchtet. Und ja, wenn ihr Interesse an dem Buch habt, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran. Das Ganze klingt erstmal total schön und mysteriös und spannend. Und das Cover hat mich natürlich auch total angesprochen. Das war der erste Grund, warum ich mir das näher angeguckt habe, weil ich es einfach wirklich mega cool gestaltet finde. Auch der Titel klingt erstmal so ein bisschen, ja, geheimnisvoll und mysteriös. Und der Klappentext hat mich einfach auch total angesprochen, weil es hier im Prinzip um unseren Protagonisten geht, der Simon Watson, und er lebt in einem ziemlich heruntergekommenen Häuschen an der Küste auf Long Island, glaube ich. Ja, Long Island. Und er lebt da ganz alleine, weil seine Eltern, also das ist das Haus von seinen Eltern und die sind aber beide schon tot. Und seine Schwester, die er noch hat, die reist mehr oder weniger so durchs Land, weil sie bei einem, ja, ich glaube auch bei so einer Art Zirkus eben mitmacht. Und ja, reist mit dem einfach durch das ganze Land. Und ja, dann geschehen ein paar mysteriöse Dinge, die Simon ein wenig aus der Bahn werfen. Er ist eigentlich ein Bibliothekar und liebt auch seinen Beruf wirklich. Also er liebt Bücher total, und er bekommt eines Tages ein sehr ominöses, altes, seltsames Buch zugeschickt von einem Mann, den er nicht kennt, und der behauptet, es würde wahrscheinlich um seine Familie gehen, und er entdeckt da auch tatsächlich einen Namen, der mit seiner Familie in Verbindung steht in dem Buch. Und Simon deckt dann halt so nach und nach einige Geheimnisse seiner Familie auf. Also ich verrate euch jetzt auch noch nicht so viel, weil man das direkt am Anfang vom Buch erfährt. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass alle Frauen in seiner Familie sehr jung sterben, auffällig jung. Also auch seine Mutter und seine Großmutter, wie er dann rausfindet. Und ja, seine Schwester ist jetzt dann auch bald in diesem Alter, sage ich mal, in dem alle Frauen seiner Familie bisher gestorben sind. Und dann findet er auch noch raus, dass sie im Prinzip alle an einem bestimmten Tag sterben und auch alle auf die gleiche Weise den Tod finden. Und ja, dieser Tag, dieser besagte, rückt wieder näher, und seine Schwester Enola kündigt sich auf einmal an und sagt, sie wolle zu Besuch kommen. Und ja, Simon ist dann so ein bisschen panisch. Er freut sich natürlich, seine Schwester wiederzusehen, aber er glaubt zwar an solche Sachen nicht, aber trotzdem packt ihn irgendwie die Panik, und er will rausfinden, was hinter diesem mysteriösen, ja, mir fehlt das Wort. Er will rausfinden, was hinter diesen mysteriösen Fakten, Tatsachen, was auch immer, was da dahinter steckt, und ob er das Unglück abwenden kann von seiner Familie. Und ja, das ist so der eine Zeitstrang. Das spielt nämlich einmal in der Zukunft, einmal in der Gegenwart und einmal in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist Simon und seine Schwester und alles, was da passiert. Und in der Vergangenheit geht es um den jungen Amos. Das ist ein Kind, das ausgesetzt wurde und sich erstmal eine Zeit lang allein durchschlägt. Also ein wildes Kind. Und der wird dann irgendwann aufgegriffen von einem fahrenden Zirkus, bei dem der, wie hieß er wieder, Peabody, der Direktor im Prinzip ist. Also heute würde man es Direktor nennen. Ja, und die nehmen ihn auf, und dann gliedert er sich da ein. Und dort trifft er auf ein mysteriöses Mädchen, das unglaublich lange die Luft anhalten kann unter Wasser. Und ja, sie ist sehr besonders. Sie scheint irgendwie Probleme zu haben, weil auch sie war auf der Flucht, und trifft dann irgendwann auf diesen fahrenden Zirkus. Und ja, sie scheint irgendwie auch ein Geheimnis
mit sich zu bringen, aber was das ist, das müsst ihr natürlich selber rausfinden. Was hier eine sehr große Thematik ist in dem Buch, sowohl in der Vergangenheit, also da sogar noch mehr, aber auch in der Zukunft, ist eben dieses Zirkusleben. Vor allem was Unterwasserkünste angeht und Wahrsagerei, die spielen hier eine sehr große Rolle, fand ich auch wirklich interessant. Und hier war, glaube ich, auch wirklich, also hier wurde, glaube ich, auch gut recherchiert, was das angeht. Die Vergangenheitszeitstränge, das spielt übrigens 1798, also die Vergangenheit, die fand ich auch wirklich besser als der Handlungsstrang, der in der Gegenwart spielt, komischerweise. Ich kann euch nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht einfach an der Zirkustruppe, um die es da geht. Ich weiß es nicht. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel besser gefallen als der Gegenwartsstrang. Aber das konnte es auch nicht so weit rausreißen, dass ich jetzt sage, ja, das Buch war top, weil mir einfach sehr viel gefehlt hat. Zum einen, wie gesagt, das Buch klingt super spannend und mysteriös, aber genau das fehlt an allen Ecken, die Spannung. Also ich fand es wirklich teilweise sterbenslangweilig. Es war im Prinzip von Anfang an klar, wie das alles zusammenhängt, was da wahrscheinlich passiert oder passieren könnte. Und was die Lösung des Ganzen ist, lag eigentlich auch mehr oder weniger nach einer Zeit auf der Hand. Aber der Protagonist hat erstaunlich lange gebraucht, um das rauszufinden. Und ich muss auch sagen, ich habe keine wirkliche Bindung zu dem Protagonisten herstellen können. Ich fand Simon jetzt nicht unbedingt unsympathisch, aber jetzt auch nicht sympathisch. Also ich fand es sehr schwierig, zu ihm irgendwie eine Bindung aufzubauen. Und auch allgemein fand ich die Charaktere alle total flach gezeichnet. Ich fand nicht, dass die wirklich eine Tiefe hatten, dass die einen wirklichen Charakter aufgewiesen haben. Ja, das hat mir einfach total gefehlt dabei. Es gab einen einzigen Charakter, den ich interessant fand, aber auch der hätte mehr ausgearbeitet sein müssen, dass er dann interessant geblieben wäre. Auch seine Schwester Enola fand ich irgendwie total komisch und also ich konnte mich mit denen nicht wirklich identifizieren oder mich in die hineinversetzen, mit denen mitfühlen oder irgendwas. Also nee, war einfach nicht da. Ja, in der Vergangenheit ist mir das ein bisschen besser gelungen, aber da fand ich auch einfach die Charaktere interessanter, was aber auch einfach mit dem Zirkus zu tun hat. Aber auch die waren nicht so ausgearbeitet, dass ich sagen könnte, das waren tolle Charaktere und ich konnte total mit denen mitfühlen. Also so war es einfach nicht. Entschuldigung. Ja, ich überlege gerade, was ich euch noch sagen kann, ohne irgendwas jetzt noch zu verraten von dem Buch. Aber mir ist ja immer wichtig, dass die Rezensionen spoilerfrei bleiben. Ich habe mir da einfach sehr, sehr viel mehr erhofft von dem Buch, weil es sich einfach so spannend und so gut angehört hat. Ich kann es euch jetzt nicht wirklich empfehlen. Allerdings muss ich sagen, das ist wie gesagt ja das Debüt von der Autorin. Und ich glaube, wenn sie nochmal was schreiben würde, würde ich es mir anschauen, weil ich finde, ihre Grundidee, ihre Art zu schreiben hat eigentlich schon Potenzial. Und ich glaube, sie ist auch wirklich eine gute Autorin. Sie hat da bestimmt auch sehr viel Arbeit wieder reingesteckt, wie das die meisten Autoren ja tun. Nur war das jetzt für mich nicht wirklich so der Reißer. Vor allem einfach, weil ich viel höhere Erwartungen aufgrund von dem Klappentext in dem allen hatte, als es dann wirklich ja, war. Ich fand auch die Zusammenführung von Vergangenheit und Gegenwart nicht so toll gelungen. Ich fand es wirklich nicht so prickelnd. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es ist halbwegs rausgekommen, was mir gefallen hat an dem Buch und was nicht. Vielleicht war es ein bisschen durcheinander, falls dem so ist, tut es mir leid. Ja, falls ihr euch für das Buch interessiert oder das auch gelesen habt oder noch daheim stehen habt und noch lesen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr da auch was dazu schreibt, falls ihr es schon gelesen habt oder so. Und vielleicht hat es euch auch total gut gefallen. Ich habe auch viele Rezensionen gesehen von Leuten, die es wirklich toll fanden. Die haben dem Buch 4-5 Sterne gegeben. Dem kann ich mich jetzt zwar leider nicht anschließen, aber das zeigt mal wieder, dass es viele verschiedene Meinungen gibt und das ist gut so. Und dementsprechend würde mich natürlich auch interessieren, was ihr zu dem Buch zu sagen habt, falls ihr es gelesen habt. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der Rezension und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!